Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Punkt 14 Uhr und ich stecke in der Bahn fest. Ich komme zu spät zur Rocket-Übernahme. Echt leidend. Hier irgendwo am Hauptbahnhof hängen wir jetzt. Nicht die volle Zeit ausgenutzt, nicht die maximale Effektivität. Schade. Ich hoffe, ihr seid am Start. Fail. So, Leute, so sieht's aus. Beinahe jeder Stop ist ein Rocket-Stop. Ihr wisst, ein Boss, ein Rüpel, gibt schon mal zwei Teile für den Radar. Und da ist Mugat, Leute. Mugat, was geht ab? Er sieht uns nicht, er ist verwirrt. Mugat ist maximal verwirrt. Sternstück an, weil es gibt mehr Staub. Ansonsten, meine Ziele sind Kindwurm, Absol und Flunkiefer. Und ich spiele auf zwei Handys gleichzeitig, dann kann ich doppelt so viele Rocket-Stops machen. Loggt euch auch ein. Multi-Accounting. Multi-Loggen. Multi-Loggen. So, Leute, es läuft schon. Sehr holprig. Viele Unterbrechungen. Aber ja, wo sind die Rocket-Boss? Ich habe meinen Radar schon längst fertig. Ich hatte ihn schon fertig, bevor das Event angefangen hat. Aber ich sehe hier nur Normalos und keine Rocket-Bosse. Ich brauche die Bosse, Leute. Wo sind die Bosse? Für uns Gugger, nicht Shiny. Okay, Leute. Maximale Ineffektivität. Ich muss pinkeln. Ich weiß nicht, ich bin davor, als ich losgegangen bin, war ich schon, aber ich glaube, von der Kälte her muss ich einfach nochmal. So, ich nehme hier jetzt schnell einen Raid mit. Es ist fast eine Stunde vorbei und ich habe nicht einen Boss besiegt. So, Shiny Check. Ne, 100er Check. Oh, ne. Endlich, eine Stunde später, ich finde meinen ersten Boss, Alter. Ich hatte mir das hier ein bisschen saftiger vorgestellt. Weil jeder Rocket-Typ ist sinnlos, wenn ich schon den Radar habe. Und jetzt gib mir ein Shiny 100er. Ah, nee, ich brauch Tarnel nicht. Ja, gib mir Shiny Tarnel. Wieso mache ich die? Die brauche ich gar nicht. Ich war so verzweifelt, ich habe jetzt die gemacht, die ich gar nicht brauche. Toll. Ihr seht, heute läuft nicht, Leute. Oh Mann. Und der zweite Boss? Nach 1,5 Stunden, Alter. Wir haben die Hälfte der Zeit schon mal. So. Echt leid, Mann. Das war doch das, oder? Das läuft so überhaupt nicht. 585 muss ich mal schauen. Ich gebe euch Bescheid. Am Ende kommt eh ein Fazit von den paar wenigen, die ich geschafft habe, weil 1,5 Stunden sind schon vorbei, Hälfte. Alter, dieser Alu, Mann. Richtiger. Ihr wisst schon. Nicht shiny. Ich leide, Leute. Ich leide so hart. So. Einen haben wir noch. Ich habe eine Menge Cliff gesehen, aber die brauche ich halt nicht. Und dieser Alu, Mann. Hä, ich habe den doch gerade besiegt. Ey, willst du mich verarschen? Ich war bei der Belohnung. Okay, dann doch nicht. Noch ein Versuch. Hä? Puh. Endlich geschafft, Alter. Gehen Sie, gehen Sie. Leidende Ausfall heute. Ich zeige euch später noch, aber Alter, heute nicht mein Tag. Außer wir werden mit einem Shiny belohnt. Das Problem ist, die Bosse sind halt nicht häufig genug. Klar, man kann einfach random machen, aber Hauptziel ist ja eigentlich die Bosse. Ich dachte, okay, boah geil, du musst nur 3 machen und dann direkt einen Boss, aber die Bosse sind halt viel zu selten dafür, dass es halt nur 3 Rüpel benötigt. Und die Shiny. Oh, 326. Ist das hoch? Hatte ich nicht vorhin 200 irgendwas? Oder nee? Sehen wir später noch. Auf jeden Fall, ja, die Bosse sind einfach zu selten. Hätten die erhöhen sollen, auf jeden Fall. Und dadurch, dass sie halt immer verschiedene Sachen haben können, ist die Auswahl zu groß. Was halt an sich kein Problem ist, aber dauert halt. Zu, oder was? Mhm. Oh mein Gott. Dauert halt und die Zeit, die fühlt man schon, wenn man so viele machen will. So, 4 Minuten noch vom Event. Und ihr seht, in meiner Umgebung ist kein einziger Boss. Irgendwo da rechts an der Seite ist noch. Oder sind welche, aber es müssen halt mehr Bosse sein bei so einem Event, sonst macht es halt keinen Sinn. Rückblickend hätte ich anders gemacht oder besser gemacht, einfach alles mitnehmen. Ich habe mich jetzt zu sehr auf die Bosse fokussiert und das war, glaube ich, mein Fehler. Und dann auch noch nur auf die Bosse, die ich brauche. Das war, glaube ich, echt der Fehler. Ich hätte einfach alles mitnehmen sollen. Ich hatte gerade da voll, dann dachte ich mir, okay, nimm mal die Rüpel nicht mit und so. Dann habe ich Cliff gesehen, dann dachte ich mir, okay, Cliff brauche ich nicht und so weiter und so fort. Und das hat halt so viel Effektivität genommen, glaube ich. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Da steht irgendwie ungültiges Update zum Team Rocket Kampf, was? Moment. Nochmal Screen Record an.
Wehe, das hat nicht gezählt. Okay, es hat gezählt. Auf dem Weg nach Hause noch einen Boss gefunden. Den haben wir jetzt gemacht. Als Abschluss von diesem... Was, keine Internetverbindung. Heute ist irgendwie echt ein komischer Tag. Rollkarten funktionieren nicht, U-Bahn bleibt stecken und so. Nicht der perfekte Tag, aber vielleicht noch ein Highlight? Nee, leider nicht. Ich fange den schnell, Moment. Ach, ihr könnt noch dranbleiben. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wart ihr überhaupt am Start oder hat euch das jetzt nicht so gejuckt? Ich muss sagen, ich habe das im Vorfeld ein bisschen krasser gehypt. Ich hatte echt eine große Vorfreude auf dieses Event. Aber in der Praxis, ich habe es ja schon erzählt, hätte ich mich ein bisschen anders fokussieren sollen. War es jetzt nicht so ideal. Auch der Tag an sich war jetzt nicht so ideal, aber egal, trotzdem. Ich hatte natürlich Spaß und 331 ist extrem schlecht, genau. Wir schauen jetzt mal, wie viel Krypto ich habe. Denn ich habe mir die Medaille nicht gemerkt. Aber anhand dessen, wie viel ich gefangen habe, kann ich ja abzählen, wie viel ich gemacht habe. Einer ist mir geflohen, nicht geflohen, ich hatte kein Internet und dann war weg auf einmal. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 45, 47, plus der eine, der fehlt, 48. 48 in 3 Stunden ist extrem schwach. Hatte ich nicht letztens 40 in einer Stunde? Ich hätte einfach das Dreifache, zumindest zweieinhalbfache schaffen sollen. Oder waren das in 2 Stunden? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schwach. Was ich vergessen habe, wir können auch die IVs checken. Aber der Flugkiefer war auf jeden Fall nicht dabei. Das weiß ich so ungefähr von der WP-Höhe her. Und vom Rest ist eigentlich auch nichts dabei, was ich brauche. Also selbst wenn da einer dabei ist. Nur die Flunkies wären wichtig gewesen. Und Absol und Kindwurm, aber die habe ich ja nicht ein einziges Mal gesehen. Also eigentlich habe ich eh nur die Aktiven gesehen. Die Vergangenen habe ich eigentlich kein einziges Mal gesehen. Eine Kollegin hatte einmal Sichtlor. Ja, das war's auch schon. Ich habe eigentlich nur Tarnel, Flunkiefer und Pinsel gesehen. Ne, nicht ganz. 98er. Ne? Ne. Ne. Ja, der war von vorgestern oder gestern oder so. Leider knapp kein 100er. Oh, schaffen wir die Uhr noch? Ich glaube schon. So Leute, ich bin's nochmal. Ich habe übrigens 2 Videos hochgeladen heute. Und zwar vom Freitag Shiny Dark Eye Raid Tour und vom Samstag eben dieses Video hier. Die Rocket Übernahme. Könnt ihr gerne abchecken, denn gestern habe ich es nicht mehr geschafft, das Video hochzuladen. Und heute dann auch jetzt erst am Abend. Abschließende Worte zum Rocket Event oder zu der Rocket Übernahme. An sich finde ich es gut. Ich fand auch das erste Mal gut und das zweite Mal. Und eigentlich würde ich es regelmäßig gerne sehen. Ich finde es sehr gut. Wie gesagt, der Tag an sich lief nicht so besonders. Nicht unbedingt ein schlechter Tag, einfach nur Kleinigkeiten, wo man denkt, oh, irgendwie läuft es nicht so, irgendwie ist der Tag irgendwie voll gegen einen. Ich hatte andere Ziele, ich hätte mich anders fokussieren sollen, ich hätte einfach die Rocket Stops mitmachen sollen, um die Medaille hochzupushen und für den Staub und jeden mitnehmen sollen. Also auch Cliff mit seinem Pinsir. Grüße gehen raus am Pinsir. Ich brauche halt Pinsir nicht, weil ich mir schon einen ertauscht habe, aber ich könnte ja rein theoretisch mir Pinsir, einen Shiny Crypto Pinsir holen und den gegen irgendein anderes Shiny Crypto tauschen, falls irgendjemand will. Deswegen, ich hätte einfach alles mitnehmen sollen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief und ob ihr sowas gerne öfters sehen wollen würdet, weil Interesse war nicht wirklich groß. Die Leute, die ich kannte, keiner war am Start eigentlich. Die haben eigentlich alle, außer Mugat, Grüße gehen raus, die haben eigentlich alle nur Dark Raids gemacht. Wie gesagt, ich habe noch ein Shiny Dark Raid Tour Video hochgeladen, könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten jetzt Outro Time. Oh ja, was geht, Leute? Outro Time. Ja, ein langes Wochenende. Ich arbeite jetzt gerade eigentlich. Ich bin in Bereitschaft. Und ja, es ist gerade nichts los. Also nehme ich 2 Raids in der Nachbarschaft schnell mit. Kein Stress. Wobei einer ist Volto los geworden. Also mal schauen, ob wir überhaupt Zeit zustande kommen. Ich war gestern. Also jetzt ist Samstagabend. Ich lade beide Videos. Zumindest bearbeite ich beide Videos. Eins kommt heute noch und eins kommt morgen. Ich war Freitag
Und wahrscheinlich werde ich dieses Outro hier für beide Videos am Ende verwenden, weil passt einfach. Ich war Freitagabend auf der Akai Raid Tour, war recht erfolgreich. Also was heißt recht erfolgreich? Ich habe einen bekommen, einen Shiny. Keinen guten, also nicht wirklich erfolgreich, aber immer einen Shiny bekommen. Und heute war Rocket Übernahme. Das war nicht so erfolgreich, aber ja, wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr wieso. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny Darker habt, ob ihr da auf Tour wart und ob ihr die Rocket-Übernahme mitgemacht habt. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Falls ihr das Video hier am Sonntag seht, dann viel Glück, viel Erfolg bei euren X-Raids. Ich habe mal wieder 5 bis 6 Stück. Ich gönne mir also volles Wochenende. Freitag Shiny Darker Raid Tour, Samstag Rocket Takeover und Sonntag X-Raids und wahrscheinlich auch noch ein paar Darker Raids. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.